Yo Pandas und willkommen zu einer kleinen FIFA 15 Ultimate Team Challenge und zwar ein Full Torhüter Team. Wie ihr hier im Hintergrund seht, haben wir eine 3-4-3 Formation mit Torhütern. Sie ist nicht gerade sehr gut, es sind auch Bronzespieler mit drin, aber ich dachte mir, ich kaufe dafür jetzt extra keine Spieler und das ist das Beste von der Chemie her, was ich erreichen konnte. Zengen hätte ich vielleicht reinpacken können, hätte dann aber eine schlechtere Chemie, deswegen dachte ich mir, okay, komm, machen wir nicht. Und wir fangen an im Tor mit Consigli. Der wurde gekauft. Heute, den habe ich mir gekauft gehabt, weil ich mir dachte, hey, ich hatte erst Zengen hier, so, aber dachte mir dann so, hey, gut, da kannst du auch ruhig mal einen kaufen. Dann noch Birkic, oder wie auch immer man ihn ausspricht, mit 40 Tempo, also das wird auf jeden Fall eine sehr gute Abwehr. Hier mit nochmal 40 Tempo, mit Neto und dann mit 41 Tempo der Merit. Burchard und Schäfer werden die 6 bilden hier mit 31 und 53 Tempo, werden die auf jeden Fall hier richtig was zu tun haben mit hinterherlaufen. Und Ulreich dann rechts, so ein bisschen das deutsche Mittelfeld. Und dann kommt der spanische Sturm, also italienische Abwehr, deutsches Mittelfeld, könnte man fast schon sagen, mit einem Spanier drin. Und dann kommt das spanische Angreifer-Quartett, könnte man eigentlich sagen hier, mit Roberto, Joel, nochmal Roberto, eigentlich, komm, ja, Roberto und Roberto müssen mit nebeneinander spielen, mit Moya im Sturm und Joel rechts und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. So, da haben wir unseren Gegner, ich habe noch ein bisschen was umgeändert und zwar habe ich Candreva ins Tor gepackt, weil ich mir dachte, hey, Torhüter spielen ja immer auf der Torhüterposition. Was für ein Genius. Pack doch einfach mal, wenn du eh schon alles umstellst, einen anderen ins Tor. Und deswegen habe ich jetzt einen rechten Flügelspieler da. Unser Gegner hat ein relativ gutes Team, würde ich jetzt mal so sagen, mit auf jeden Fall starken Spielern, die relativ schnell sind. Also das wird sehr schwer. Ich denke mal, wir werden verlieren, weil... Scheiße, der hat eine Ballkontrolle wie sonst was, wie ein Turnschuh. Und da kommt Candreva rausgesprintet und kann den Ball halten. Zum Glück. Oh Gott. Nee. Komm, Gretsch. Meret, aber trotzdem bleibt der Ball. Ach, jawohl, Schäfer. Alter, Moja fällt um, okay. Das gibt es nicht. Oh Gott, nein. Okay, das wird das 1-0 sein. Nein, Candreva kann halten. Oh Gott. Und... Candreva kann nichts mehr tun. Walker. Oh Gott. Oh. Aber jetzt Moja. Joel. Joel ist durch. Nein. Und dann ist Walker da. Und Moja. Und Roberto. Mach das 1-1. Oh mein Gott. Was war das denn für ein sweaty Tor für mir? Aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich hab's gesehen und dachte mir, da muss ich hinpassen. Und dann haut Roberto den Ball rein. Moja leider nicht. Moja holt sich den Ball. Und, oh Gott, er kommt nicht zum Schuss. Er kommt nicht zum Schuss. Ich habe schon Schießen durchgedrückt gehabt. Das wäre jetzt sowas von geil gewesen. Moja, Ulreich, Roberto. Wieder Moja oder Moja. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn aussprechen soll. Oh Gott, ja. Warum muss Chart nur so schnell sein, im Gegensatz zu Joel? Oh Gott. Ah. Es hängt immer mal wieder, schade. Aber dafür, dass ich Bronze-Spieler auch noch im Team habe, spielen ich hier eigentlich, oder spielt die Mannschaft hier richtig gut. Roberto will, glaube ich, nochmal. Will nochmal. Kriegt das hin? Roberto immer noch verliert den Ball. Schade. Und dann
Ich kriege den Ball gegen ihm und dann wird abgepfiffen. Das gibt's doch nicht. Ein Schuss aufs Tor. Und das war auch noch das Tor, das reinging. Ich gehe mal auf sehr offensiv. Das müssen wir mit dem Team natürlich vollkommen anders machen. Und so zum Beispiel. Und der Ball geht daneben. Gibt's die Ecke? Es gibt die Ecke. Okay, komm. Kandreva schießt die Ecke. Und das wettet er fast noch. Ich dachte, er wettet jetzt echt. Hätte der jetzt geswettet, das wäre sowas von peinlich schon fast gewesen. Oh Gott. Okay, 2-1. Ist noch einigermaßen in Ordnung. Könnten wir vielleicht auch noch Moya. Roberto auf Moya. Moya ist durch. Moya ist durch. Moya schießt. Und Walker dazwischen. Okay, Leute. 2-1. Ich finde, für ein Full-Torhüter-Team ist das mehr als gut. Erst recht, wenn man gegen so ein Team spielt. Das wirklich, ich weiß nicht. Es ist sehr off-pace aufgebaut, glaube ich. Also, bisher die Namen, die ich da gelesen habe oder so kenne, die haben hier alle sehr viel Pace. Walker zum Beispiel. Dumbia. Das sind alles so Spieler, die haben extrem viel Pace und ich finde, dafür haben wir uns sehr, sehr gut geschlagen. Und die AA-Server können meine Anfrage nicht annehmen. Gut. Ja, und damit hoffe ich, dass euch sowas Kleines hier auch mal gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht mit Full-Innenverteidiger, Full-Stürmer, Full-Mittelfeldspieler. Und damit einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.